Chronicle! A lot of them is because of that. I say, my God, it changed my life. And, you know, it's amazing. Thank you so much, right? But the question really is, just how much effort does it take? Die Verbindung zu Jordan kam tatsächlich über ihn. Weil ich damals als junger, 18-jähriger, ambitionierter Kerl in Australien meine Karriere gestartet habe, hatte mein damaliger Mentor Tim Jordan gebucht für eins seiner Seminare bei uns im Büro. Und Jordan konnte sich lustigerweise an mein Gesicht erinnern, beziehungsweise an meine Präsenz in diesem Seminarraum. Und ja, 6 Jahre später war ich dann in der Lage, ihn selbst mal auf ein Event zu holen. Und was ein Event. I think what really brings it home for me is the fact that the person that organized this event saw me, I think it was now 7 years ago, when they were really young. They were living in Australia and they were doing well, already the kind of like, you know, forming who they were, but they were really impacted by the speech I gave then. They ended up forming a sales training company, and now 7 years later, here they are, wildly successful, making a lot of money, helping a lot of people become greater salespeople, better entrepreneurs, and they brought me back in now to speak at their conference in Monaco. Ich selber mache unfassbar gerne spontane Trips. Wenn meine Mama oder meine Freunde mich anrufen am Wochenende, wissen die niemals, wo ich bin. Die Antwort könnte sein, ich bin gerade in Barcelona, Warschau, Rom. Und eines Tages war es halt Monaco, weil mich der Ort immer fasziniert hat. Und dann gab es diesen einen Schlüsselmoment, wo ich mich beim Place du Casino ins Café de Paris gesetzt habe, mit Blick auf das Hotel de Paris, mir einen Cappuccino bestellt habe, der abgöttisch teuer war. Und danach dann noch einen Bananensplit gegessen habe, der noch teurer war. Und da ging es gar nicht ums Geld, sondern es ging darum, dass ich danach mich umgeschaut habe und mir die Menschen angeschaut habe. Und kein einziger Mensch an seinem Handy saß, sondern die Menschen schick gekleidet, sehr elegant gekleidet, einfach da saßen, ihre Zigarre geraucht haben, sich unterhalten haben, neue Menschen angesprochen haben und so eine gewisse Ruhe ausgestrahlt haben. Anders als an anderen Orten, wo der Luxus zu so einem erdrückenden Gefühl führt, wo es einfach zu viel Trubel gibt, hat der Luxus in dem Monaco eine gewisse Eleganz, der einen einfach beruhigt hat. Und da habe ich gesagt, dieses Gefühl, was ich da hatte, in diesem kleinen Ort, in diesem Café, ich möchte, dass das noch andere erleben. Wir glauben, dass Veränderung notwendig ist, um Menschen zu Fortschritt zu bringen. Und das war genau die Motivation dahinter, eben ein sehr außergewöhnliches, prägendes Event auf die Beine zu stellen, was genau diese Veränderung in diesen Menschen auslöst. Wir versuchen so ein bisschen den Flair des Events und das Thema des Events zu ketten an den Stil des Ortes. Wir versuchen das nicht gegenüberzustellen. Und Monaco ist halt das Nonplusultra. Wenn man sich die Top 1% anguckt, davon sind es die Top 1%. Und dann haben wir gedacht, das ist das Thema des Events. Das beste Event auf der gesamten Welt. Und daraus ergab sich der Name Monaco Masterpiece. Ja, wie gesagt, meine Ansprüche ans Event waren da, die Creme de la Creme von unseren Kunden zu versammeln, von Speakern zu versammeln, Restaurantbesuchen zu kombinieren mit Barbesuchen, zu kombinieren mit dem besten Hotel der Welt, zu kombinieren auch noch mit dem besten Zeitpunkt, den Monaco zu bieten hat, nämlich genau die Woche zwischen dem Cannes Film Festival, den europäischen Oscars, und dem Monaco Grand Prix, dem wohl exklusivsten Formel 1 Grand Prix, den es gibt. In der Woche vor dem Monaco Masterpiece habe ich mich schon riesig auf das Event gefreut. Und dann am Vortag ist was passiert, womit, glaube ich, keiner von uns gerechnet hätte. Es gab im Mai in Deutschland einen Tornado und dementsprechend wurden alle Flüge für den nächsten Tag gecancelt. Wir haben uns dann direkt dafür entschieden, 23.30 Uhr ins Auto zu steigen, 16 Stunden nach Monaco zu fahren, um rechtzeitig zum Event da zu sein. Nach all den anfänglichen Problemen und Schwierigkeiten haben wir dann die Kunden, die es dann tatsächlich zum Flughafen in Nizza geschafft haben, abgeholt. Dort mit dem Helikopter nach Monaco geflogen. Dann hatte jeder noch so ein bisschen Zeit, sich frisch zu machen, einzuchecken im Hotel, und haben uns dann gemeinsam zum Networking-Dinner in der Buddha Bar, in so einem Private Room, den wir dann gemeinsam gemietet haben, kennenzulernen, was Leckeres zu essen. Und ja, das war der Start vom Masterpiece. Das ging dann bis 4 Uhr nachts. Dementsprechend bin ich dann 10 Minuten vor Seminarstart aufgewacht, habe schon 25 Nachrichten meiner Assistentin auf meinem Handy gesehen. Du darfst nicht verschlafen, das kann doch nicht sein, dass du verschläfst. Alles gut, ich habe mich schnell fertig gemacht, bin dann in den Seminarraum gelaufen, habe alle begrüßt. Wir haben unsere klassische Vertriebscharade gespielt. Uns ist wichtig, dass die Aufnahmefähigkeit unserer Kunden durch Positivität ein bisschen aufgeweckt wird. Und dann kam Jordan, laufendes Dynamit. Unglaublich, wie der Typ das Energielevel so weit oben halten konnte und das gesamten Tag über. Er ist nicht abgeflacht nach der Mittagspause, sondern er hat sogar dieses Energielevel noch weiter erhöht. So one of the things, you know, for me about being a speaker is that it allows me to connect directly with the people who I mentor. I know people read my books, they'll watch my stuff online, but there's nothing like
in person, speaking to people and be able to look in their eyes and really convey the message I have, which I know is going to have a huge impact in their lives. And then you see people many years later, like I did at this event here, and they succeeded taking this stuff and use it at the highest level. It's an amazing feeling. In dem Moment, wo er den Raum betreten hat, war es allerdings so, dass jeder angefangen hat, Stück für Stück ruhig zu sein. Und er ist durch den Raum gegangen und hat angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Und als er dann vorne stand, hat er die Geschichte einfach immer weiter erzählt. Und irgendwann nach 15 Minuten im Vortrag ist mir dann persönlich aufgefallen, ich war noch nie in einem Vortrag dabei, wo ganz am Anfang niemand gesagt hat, ich bin der und der, ich erzähle euch heute über das und das, freut mich, dass ihr alle da seid. Die Art, wie er diesen gesamten Vortrag gestaltet hat, kombiniert mit den wichtigen, aber trotzdem simplen Basics, das war das, was dieses Event für mich bzw. seinen Vortrag ausgemacht hat. Und das war auch für mich nochmal ein wichtiges Learning zu sehen, hey, manchmal reicht es auch aus, Basics auf eine extrem prägnante Art und Weise zu erklären, zu erzählen. Und das hat sicherlich auch Spuren bei den meisten Teilnehmern hinterlassen, welche dann nach dem Event nochmal zum Vorschein gekommen sind. Von solchen Menschen nochmal wirklich im 1:1 zu lernen, ist auch nochmal sehr inspirierend, Stories zu hören. Und so tankt man nochmal Motivation, um weiter selber Gas zu geben. War eine kleine Runde, kleiner Seminarraum. Man konnte Fragen stellen, man konnte interagieren mit Jordan Belfort. Q&A am Ende, alles in einem sehr gelungen. Ich habe so viel für mich selbst mitgenommen, wenn es ums Thema Speaking, Rhetorik, Energie, Aufmerksamkeit geht, dass lustigerweise den Effekt, den wir für unsere Kunden intendiert haben, dass wir deren Horizont erweitern wollen, den zeigen wollen, hey, sky is the limit. Ich war die erste Person, die das am eigenen Leibe gespürt hat. Und spätestens beim Mittagessen, was auch phänomenal war, ist mir dann aufgefallen, krass, wir selber haben auch noch sehr viel zu tun, wenn wir auf dieses Weltklasse-Niveau kommen wollen. Die abschließende Q&A-Session, die dann von Tarek moderiert wurde, war auch nochmal super erkenntnisreich, weil ich glaube, es kommt nicht oft vor, dass man in einem sehr kleinen Kreis, ich glaube, wir waren insgesamt, wie viele Menschen waren wir in diesem Raum? 25 Menschen, die hautnahe Möglichkeit hatte, einen Jordan Belfort Fragen zu fragen. Und da kamen auch super geile Erkenntnisse und Antworten bei rum. Tarek hat es dann auch nochmal super moderiert. Und ja, letzten Endes war das der Abschluss des Seminars. Und ich würde sagen, das war mehr als erfolgreich. David und ich haben uns mit Jordan und seinem Geschäftsführer nochmal zum Abendessen getroffen. Währenddessen haben sich die Kunden frisch gemacht. Und es ging dann zur abendlichen Afterparty in die Blue Gin Bar im Monte Carlo Bay Hotel. Eine unglaubliche Location. Wirklich ein wunderschönes Hotel, direkt am Strand, direkt an der Küste, am Ende von Monaco. Meine Pfeife war natürlich auch dabei. Ja, das war natürlich auch wichtig. Wir haben die Blue Gin Bar nochmal genutzt für Networking mit den Kunden. Jeder durfte nochmal seine Fragen stellen. Wir haben uns Feedback eingeholt. Wir haben einfach eine Menge Spaß gehabt und einfach mal uns entspannt. Und die Kunden konnten sich gut miteinander vernetzen. Die Leute, die hier vor Ort sind, das sind alles Unternehmer, die hauptsächlich auch im digitalen Bereich unterwegs sind, als auch Top-Vertriebler von diesen Unternehmen, die sich das verdient haben, hierher zu kommen, die bereit sind, einen fünfstelligen Betrag zu bezahlen. Und dementsprechend hat das hier einen gewissen Standard von den Leuten, von denen man hier lernt. Und dementsprechend kommen dann auch wieder neue Deals zustande. Und das lohnt sich dann halt auch so schon dabei zu sein. Das Event ist mittlerweile 2 oder 3 Wochen her. Und was seitdem für mich immer noch omnipräsent ist, ist das ganze Thema Energie und Impulse. Weil gerade für den Vertrieb, für Kundenbetreuung, für alles, was man im Leben tut, ist es nicht wichtig, dass man es tut, sondern insbesondere auch, wie man es tut. Und wenn man Gespräche führt und in diesen Gesprächen einfach mehr Energie reinsteckt als jemand anderes, dann wird man auch mehr Erfolge an sich ziehen. Und das hat sich bei uns im Vertrieb etabliert seitdem. Das hat sich bei uns allen in den Köpfen etabliert. Und das ist was wir von Jordan Belfort extrem mitgenommen haben, neben natürlich vielen kleinen anderen Impulsen. David und ich waren tatsächlich in der Blue Gin Bar, in der Ecke, schon am Planen für das nächste Event und haben uns da schon ausgedacht, wie wir nächstes Jahr noch einen draufsetzen. Been an amazing event and I think people are really getting it and they're gonna go out there and really take their lives to the next level very, very quickly. Show goes on! Big shout out to my good friends, Tariq and David, for putting together this amazing mastermind for the second year in a row. Last year was awesome. This event is going to be even better than the first one. So get your tickets right now, and I'll see you there soon.